Hi Falk, was machst du? Hi Tulipan, ich bin gerade an der Gartenplanung für das Jahr. Gartenplanung? Wir sind noch fast im Winter. Ja, genau. Also man würde nicht denken, dass man jetzt eigentlich schon an den Garten denken muss. Aber es ist eigentlich der letzte Moment, um die Gartenplanung zu machen. Die Gartenplanung ist sehr wichtig, um gesunde Pflanzen zu haben während dem ganzen Jahr und schlussendlich auch eine schöne Ernte. Das interessiert mich. Erzähl mir mehr. Also als erstes musst du eigentlich zwei Grundsatzfragen beantworten. Die erste ist, was ist das Ziel von meinem Garten? Da kann man natürlich entweder einen Gemüsegarten machen, damit man schönes, frisches Gemüse hat während dem ganzen Jahr. Man kann einen Kräutergarten machen oder eine Bienenweide, damit die Bienen immer etwas zu fressen haben. Mhm. Die zweite Frage ist, wie viel Zeit will ich in meinen Garten investieren? Mhm. Ein Garten, da muss man sich bewusst sein, das ist zeitintensiv. Also das Aussäen, der Unterhalt und das Ernten, das ist nicht vernachlässigbar. Ich habe etwa 100 Quadratmeter Garten bei mir und während der Saison investiere ich 5 bis 10 Stunden investieren pro Woche. Also wenn das für dich zu viel ist zum Beispiel, dann musst du halt einen kleineren Garten machen, damit du Freude hast daran, oder? Und auch eine schöne Ernte schlussendlich. Okay, also lieber ein bisschen mehr Rasen, um auf der sicheren Seite zu sein. Genau, genau. Sehr gut. Genau. Was gibt es sonst noch für Einschränkungen? Die grösste Einschränkung von mir aus gesehen ist die Grösse des Gartens. Mhm. Also wenn du jetzt einen kleinen Garten hast, dann empfehle ich immer in die Höhe gehen. Mhm. Was ich mit dem meine, ist Pflanzen zu nehmen, die in die Höhe wachsen, anstatt in die Breite, weil du einfach viel mehr kannst haben auf den Quadratmeter, oder? Und dort tun sich natürlich die Tomaten sehr gut eignen dazu. Eine schöne Ernte auf wenig Fläche. Genau das gleiche gilt auch für Stangenbohnen. Die tun in die Höhe wachsen und man hat eine schöne Ernte. Mhm. Die andere Option bei kleinen Gärten ist eher auf schnell wachsende Pflanzen zu gehen. Also zum Beispiel ein Schnitzsalat. Schnitzsalat tut auch sehr schnell wachsen. Nach einem Monat hast du schon die erste Ernte eigentlich. Und von einer Aussaat kannst du eigentlich 3 Ernten machen. Also sehr spannendes Gemüse. Mhm. Genau gleich würde ich auch Radiesli empfehlen für kleine Gärten, weil sie einfach so schnell wachsen und dann hast du immer etwas zu essen eigentlich. Jetzt, wenn du einen grösseren Garten hast, da kannst du natürlich auch anderes Gemüse machen, das zum Beispiel sehr langsam wächst, wie Lauch. Lauch, das geht einfach Monate oder bis du etwas hast. Und bei einem kleinen Garten wäre es dann schade, das Beet so lange mit dem besetzt zu haben. Bei einem grossen Garten kannst du dann auch Kürbis zum Beispiel anbauen. Also alle Pflanzen eigentlich, die viel Platz nehmen. Eine Kürbispflanze, die nimmt da mehrere Quadratmeter, oder? Und wenn du nur 10 hast, dann ist es schade, das mit dem zu verbrauchen eigentlich. Absolut. Boden, Klima, was haben die für einen Einfluss? Genau, also das Klima ist natürlich sehr wichtig, gerade bei uns in der Schweiz oder mit den Bergen. Je höher das man ist, je weniger gut zu wachsen. Wir haben im Katalog eine Liste mit Pflanzen, die wir empfehlen für die Berge. Einfach dort mal reinschauen. Okay, sehr gut. Beim Boden, dort sind vor allem schwere Böden schwierig. Also bei schweren Böden würde ich nicht empfehlen, Wurzelgemüse zu bauen, weil die Wurzeln dann einfach nicht Kraft haben, um sich zu entwickeln. Und dann ist man in die Tasche von der Ernte. Okay. Kompost, Dünger? Genau, also all die Pflanzen die brauchen natürlich Nährstoffe, um gut zu wachsen, um gesund zu sein und um auch eine gute Ernte zu geben. Also wenn du die Möglichkeit hast, zum Kompost oder Mist auszubringen, ist jetzt der perfekte Moment, eigentlich, um das zu machen. Leicht einarbeiten und dann sind die Nährstoffe dann schön verfügbar, wenn die Pflanzen das brauchen. Super. Noch ein letzter Tipp für auf den Weg? Also eben, der Tipp wäre eigentlich, die Planung so früh wie möglich im Jahr zu machen. Dann hast du Zeit zum Zusammenkaufen und bist auch genug früh dran zum Aussäen. Jedes Jahr hat man die Tendenz zum Sport aussäen eigentlich. Und das ist schade, weil je später das du aussäst, je später du ernten. Und dabei könntest du eigentlich schon fast frisches Gemüse vom Garten essen. Genial, danke vielmals für die Tipps. Wenn ihr noch Fragen habt, lasst es als Kommentar bei dem Video oder schickt es uns als Mail zu.